Ja, liebe Freunde, damit moin moin, servus, grüß Gott, grüßt euch. Oder einfach nur Halli, hallo, Hallöchen, zu einem weiteren Video von unserem Kanal der Gloria Schwabe. Und heute ist Weihnachten. Und in diesem Sinne, bevor wir hier irgendwas machen, wünsche ich euch frohe Weihnachten, meine Lieben. Ja, ich wünsche euch ganz, 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 ganz tolle Weihnachten. Und möchte mich gleichzeitig auch recht herzlich dafür bedanken, ja, dass wir wieder ein Jahr zusammen rumgebracht haben. Ich schätze mal, da kommt noch extra was fürs neue Jahr. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle einfach schon mal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank und Merry, Merry Christmas, frohe Weihnachten an euch, an eure Familien, dass ihr alle glücklich werdet und vor allem gesund bleibt. Und heute gibt's Monkey Boy Summon in der Christmas Edition. Und ja, was soll ich sagen? Werde ich beschenkt oder nicht? Werden wir zusammen beschenkt, weil ich mich dann glücklich sehe oder nicht? Das erfahren wir gleich. Viel Spaß. So, liebe Freunde, dann gar nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Lass uns summon, Monkey Boys. Es gibt eine Rotation, ihr könnt es nicht ganz sehen, was vom Layout her nicht ganz passt für dieses Video. Nichtsdestotrotz, es wird eine ganze Rotation geben und es gibt nur ein Ziel. Anderthalb. Monkey Boys und C17. Das sind die Units, die ich brauche. Das sind die Units, die ich mir wünsche. Und was anderes interessiert, also ja, natürlich die GT-Units, ne, auch LF Super Saiyan für Goku würde ich nehmen. Instant Transmission hatte ich lange nicht mehr. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, das sind die beiden, die ich auf High Start möchte und auch brauche. Wenn es in Zukunft weitergehen soll. Ja, deswegen ist das Layout jetzt ein bisschen verrutscht. Ich wollte euch nicht den Skip-Button präsentieren, auch wenn ich in der Theorie alle Units schon besitze. Nichtsdestotrotz soll es den Spoiler in diesem Video nicht geben. So, macht einfach den Überraschungsfaktor ein bisschen größer. Und wenn ihr Videl nicht ehrt, sind die Monkey Boys sowieso nicht wert. Das ist übrigens der EX or Higher Step. Deswegen freuen wir uns erstmal über den Krillin. Mehr oder weniger. Gut, machen wir weiter. Ja, Monkey Boys. Ich habe sie gezogen mittlerweile. Ich habe sie auch mit C-Power hochgezogen. Ich habe auch den C17 wie ein Blöder mit C-Power hochgezogen. Viele sinnlose Durchläufe, die nicht so gut funktioniert haben. Und seit dem 23.12., wo ich dann durch die ganzen beiden Raids und so wieder machen konnte, konnte ich die Monkey Boys tatsächlich wieder mal ziehen und hochmachen. Und was soll ich sagen? Road to Red Stars ist im vollen Gange, beziehungsweise auch schon abgeschlossen. Und jetzt heißt Road to 14 Star. Monkey Boys, das ist mein Ziel. Das ist das, was ich auch brauche. Come on. Ja, nehme ich, aber ich mag den Gohan, ne? Wirklich, ich spiele ihn auch immer mal wieder noch gerne, aber dafür bist du nicht in dem Banner, ne? Das ist dann so ein. Wisst ihr, was ich meine? Ihr kennt das Feeling bestimmt. Den Trunks mag ich übrigens. Habe ich zwar 14 Stars, aber die Animation ist geil, ja. Okay. Ja, okay. Der eine LF war halt. Ich meine, vier rote Sterne, das ist mitnehmen, annehmen, ne? Beschwert man sich nicht, aber irgendwie halt doch, ja, ihr kennt das. So, gratis Multi, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Der gönnt sowieso nie. Aber vielleicht gönnt er ja jetzt. Was soll ich sagen? Wie gesagt, auch wenn ich nicht beschenkt werde in diesem Video, die Community an sich, ihr, dass ihr das alles mit mir immer macht und auch mit Alex, ne? Sei es die Streams, sei es einfach nur irgendwelche Discord-Unterhaltungen, whatever.
ist schon Geschenk genug. Aber jetzt gib mir mal Geld, dass ich Monkey Boys farmen kann. Was sollte? Nein, kleiner Spaß beiseite. Fake Out Schwabe in the house? Nein. Jurin, Louis. Du, keine Ahnung, wie hoch ich die eigentlich habe, aber juck keine. Der einzigste EX, den ich will, ist der neue Omega Shenlong. Und auch U würde ich annehmen, ansonsten. Ach, Müll. Ansonsten einfach Müll. Librian, Senkai Ready. Beziehungsweise Senkai Ready war sie schon vorher, aber ja, fertig. Also, ja. Ihr wisst schon. Ach, für ein 500er und für ein 700er Steps reicht's noch. Jetzt schon mal die Frage: Seid ihr glücklich mit dem Legend Festival? Seid ihr glücklich mit den Units, die ihr gepult habt? Und dahingehend seid ihr auch glücklich, den Stand, den ihr an Weihnachten habt, im Privatleben, im Legends-Leben, wie auch immer, teilt's gerne mit mir, teilt's gerne mit uns, wenn ihr's denn teilen möchtet. Denn Weihnachten feiert man mit seiner Familie und ja, jetzt wird's schleimig, aber auch ihr auf Discord, auf YouTube, auf Twitch, auch ihr seid eine andere Art von Familie für mich und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sehen wir jetzt Super Channel. Vielleicht habe ich mein Glück zu viel herausgefordert. Dadurch, dass, wie gesagt, ich jetzt den letzten Tagen mal ein bisschen mehr Glück hatte als sonst. Aber noch ist nicht alle Tage Abend. Last Multi Magic? Fragezeichen. 700er Step. War der Step, der mir meine ersten Monkeys gebracht hat, by the way? Und jetzt die Frage: Kriege ich nochmal Monkeys? Ah, aber der ist denn der, nee. N6DEX, ja? Wirklich? Den kriege ich bald auf 7 Sterne. Wenn nicht sogar mit diesem Multi auf 7 Sterne. Also. Nein? Nee, also wirklich, nehme ich. Holy fuck, nehme ich. Okay? Nehme ich liebend gerne. Ihr seht's. Zweiter rote Stern. Ja, nehme ich sowas von mit, ne? Die Unit, ich habe sie am Anfang nicht so gut geredet. Ich lerne sie mittlerweile immer mehr zum Schätzen. So, und jetzt der Struggle. Ticket oder nicht? Es ist Weihnachten. Und deswegen, eigentlich wollte ich wirklich jetzt sparen, was dieses Ticket betrifft, weil ich ja die 7 Sterne und so weiter erreicht habe, beziehungsweise die roten Sterne erreicht hatte. Aber ich habe mir gedacht, es ist Weihnachten. Und deswegen für euch, für mich, einfach noch ein Bonus-Ticket. Und jetzt genießt einfach, was passiert. Genießt es einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch und Broly und eurer Familie und Goku und Vegeta, natürlich auch dem lieben Vegito, ne? Du bist immer noch mein Boy, ja? Das ist nur, dass das mal klargestellt wird. Aber Familie, euren Liebsten, euren Freunden, frohe Weihnachten, dass ihr das bekommt, was ihr euch wünscht, so wie das, was ich bekomme, was ich mir wünsche. Monkey Boys! Frohe Weihnachten! Und Kuss raus an euch alle!